Jenseits von Gut und Böse. Achtes Hauptstück. Völker und Vaterländer. 240. Ich hörte, wieder einmal zum ersten Mal, Richard Wagners Ouvertüre zu den Meistersingern. Das ist eine prachtvolle, überladene, schwere und späte Kunst, welche den Stolz hat, zu ihrem Verständnis zwei Jahrhunderte Musik als noch lebendig vorauszusetzen. Es ehrt die Deutschen, dass sich ein solcher Stolz nicht verrechnete. Was für Säfte und Kräfte, was für Jahreszeiten und Himmelsstriche sind hier nicht gemischt. Das mutet uns bald altertümlich, bald fremd, herb und überjung an. Das ist ebenso willkürlich als pomphaft herkömmlich. Das ist nicht selten schelmisch, noch öfter derb und grob. Das hat Feuer und Mut und zugleich die schlaffe, falbe Haut von Früchten, welche zu spät reif werden. Das strömt breit und voll. Und plötzlich ein Augenblick unerklärlichen Zögerns, gleichsam eine Lücke, die zwischen Ursache und Wirkung aufspringt. Ein Druck, der uns träumen macht, beinahe ein Alpdruck. Aber schon bereitet und weitet sich wieder der alte Strom von Behagen aus, von vielfältigstem Behagen, von altem und neuem Glück. Sehr eingerechnet das Glück des Künstlers an sich selber, dessen er nicht hehl haben will. Sein erstauntes, glückliches Mitwissen um die Meisterschaft seiner hier verwendeten Mittel. Neuer, neu erworbener, unausgeprobter Kunstmittel, wie er uns zu verraten scheint. Alles in allem keine Schönheit, kein Süden, nichts von südlicher feiner Helligkeit des Himmels, nichts von Grazie, kein Tanz, kaum ein Wille zur Logik, eine gewisse Plumpheit sogar, die noch unterstrichen wird, wie als ob der Künstler uns sagen wollte, sie gehört zu meiner Absicht. Eine schwerfällige Gewandung, etwas willkürlich Barbarisches und Feierliches. Ein Geflirr von gelehrten und ehrwürdigen Kostbarkeiten und Spitzen. Etwas Deutsches, im besten und schlimmsten Sinn des Wortes. Etwas auf deutsche Art Vielfaches, Unförmliches und Unausschöpfliches. Eine gewisse deutsche Mächtigkeit und Überfülle der Seele, welche keine Furcht hat, sich unter die Raffinements des Verfalls zu verstecken. Die sich dort vielleicht erst am wohlsten fühlt, ein rechtes, echtes Wahrzeichen der deutschen Seele, die zugleich jung und veraltet, übermürbe und überreich noch an Zukunft ist. Diese Art Musik drückt am besten aus, was ich von den Deutschen halte. Sie sind von vorgestern und von übermorgen. Sie haben noch kein Heute. 241. Wir guten Europäer, auch wir haben Stunden, wo wir uns eine herzhafte Vaterländerei, einen Plumps und Rückfall in alte Lieben und Engen gestatten. Ich gab eben eine Probe davon. Stunden nationaler Wallungen, patriotischer Beklemmungen und allerhand anderer altertümlicher Gefühlsüberschwemmungen. Schwerfälligere Geister, als wir sind, mögen mit dem, was sich bei uns auf Stunden beschränkt und in Stunden zu Ende spielt, erst in längeren Zeiträumen fertig werden. In halben Jahren die einen, in halben Menschenleben die anderen, je nach der Schnelligkeit und Kraft, mit der sie verdauen und ihre Stoffe wechseln. Ja, ich könnte mir dumpfe, zögernde Rassen denken, welche auch in unserem geschwinden Europa halbe Jahrhunderte nötig hätten, um solche atavistische Anfälle von Vaterländerei und Schollenkleberei zu überwinden und wieder zur Vernunft, will sagen, zum guten Europäertum zurückkehren. Und indem ich über diese Möglichkeit ausschweife, begegnet mir's, dass ich Ohrenzeuge eines Gesprächs von zwei alten Patrioten werde. Sie hörten offenbar beide schlecht und sprachen darum umso lauter. »Der Held und weiß von Philosophie so viel als ein Bauer oder Korpsstudent«, sagte der eine. »Der ist noch unschuldig.« Aber was liegt heute daran? Es ist das Zeitalter der Massen. Die liegen vor allem massenhaften auf dem Bauche. Und so auch in Politizis.
Ein Staatsmann, der ihnen einen neuen Turm von Babel, irgendein Ungeheuer von Reich und Macht auftürmt, heißt ihnen groß. Was liegt daran, dass wir vorsichtigeren und zurückhaltenderen Einstwillen noch nicht vom Alten glauben lassen? Es sei allein der große Gedanke, der eine Tat und Sache Größe gibt. Gesetzt, ein Staatsmann brächte sein Volk in die Lage, für dahin große Politik treiben zu müssen, für welche es von Natur schlecht angelegt und vorbereitet ist, sodass es nötig hätte, einer neuen, zweifelhaften Mittelmäßigkeit zuliebe, seine alten und sicheren Tugenden zu opfern. Gesetzt, ein Staatsmann verurteilte sein Volk zum Politisieren überhaupt, während dasselbe bisher Besseres zu tun und zu denken hatte und im Grunde seiner Seele einen vorsichtigen Ekel vor der Unruhe, Leere und lärmenden Zankteufelei der eigentlichen politisierenden Völker nicht los wurde. Gesetzt, ein solcher Staatsmann stachle die eingeschlafenen Leidenschaften und Begehrlichkeiten seines Volkes auf, mache ihm aus seiner bisherigen Schüchternheit und Lust am Danebenstehen einen Flecken, aus seiner Ausländerei und heimlichen Unendlichkeit eine Verschuldung, entwerte ihm seine herzlichsten Hänge, drehe sein Gewissen um, mache seinen Geist eng, seinen Geschmack national. Wie? Ein Staatsmann, der dies alles täte, den sein Volk in alle Zukunft hinein, falls es Zukunft hat, abbüßen müsste. Ein solcher Staatsmann wäre groß? Unzweifelhaft, antwortete ihm der andere Patriot heftig. Sonst hätte er es nicht gekonnt. Es war toll vielleicht, so etwas zu wollen. Aber vielleicht war alles Große im Anfang nur toll. Missbrauch der Worte, schrie sein Unterredner dagegen. Stark, stark, stark und toll, nicht groß. Die alten Männer hatten sich sichtlich erhitzt, als sie sich dergestalt ihre Wahrheiten ins Gesicht schrien. Ich aber, in meinem Glück und Jenseits, erwog, wie bald über den Starken ein stärkerer Herr werden wird. Auch, dass es für die geistige Verflachung eines Volkes eine Ausgleichung gibt, nämlich durch die Vertiefung eines anderen. 242. Nenne man es nun Zivilisation oder Vermenschlichung oder Fortschritt, worin jetzt die Auszeichnung der Europäer gesucht wird. Nenne man es einfach, ohne zu loben und zu tadeln, mit einer politischen Formel die demokratische Bewegung Europas. Hinter all den moralischen und politischen Vordergründen, auf welche mit solchen Formeln hingewiesen wird, vollzieht sich ein ungeheurer physiologischer Prozess, der immer mehr in Fluss gerät. Der Prozess einer Anähnlichung der Europäer. Ihre wachsende Loslösung von den Bedingungen, unter denen klimatisch und ständisch gebundene Rassen entstehen. Ihre zunehmende Unabhängigkeit von jedem bestimmten Milieu, das jahrhundertelang sich mit gleichen Forderungen in Seele und Leib einschreiben möchte. Also die langsame Heraufkunft einer wesentlich übernationalen und nomadischen Art Mensch, welche, physiologisch geredet, ein Maximum von Anpassungskunst und Kraft als ihre typische Auszeichnung besitzt. Dieser Prozess des werdenden Europäers, welche durch große Rückfälle in Tempo verzögert werden kann, aber vielleicht gerade damit an Vehemenz und Tiefe gewinnt und wächst, der jetzt noch wütende Sturm und Drang des Nationalgefühls gehört hierher. Insgleichen der eben heraufkommende Anarchismus. Dieser Prozess läuft wahrscheinlich auf Resultate hinaus, auf welche seine naiven Beförderer und Lobredner, die Apostel der modernen Ideen, am wenigsten rechnen möchten. Dieselben neuen Bedingungen, unter denen im Durchschnitt eine Ausgleichung und Vermittelmäßigung des Menschen sich herausbilden wird. Ein nützliches, arbeitsames, vielfach brauchbares und anstelliges Herdentier-Mensch sind im höchsten Grade dazu angetan,
Ausnahmemenschen der gefährlichsten und anziehendsten Qualität den Ursprung zu geben. Während nämlich jene Anpassungskraft, welche immer wechselnde Bedingungen durchprobiert und mit jedem Geschlecht, fast mit jedem Jahrzehnt, eine neue Arbeit beginnt, die Mächtigkeit des Typus gar nicht möglich macht, während der Gesamteindruck solcher zukünftiger Europäer wahrscheinlich der von vielfachen geschwätzigen, willensarmen und äußerst anstellbaren Arbeitern sein wird, die des Herrn, des Befehlenden, bedürfen wie des täglichen Brotes. Während also die Demokratisierung Europas auf die Erzeugung eines zur Sklaverei im feinsten Sinne vorbereiteten Typus hinausläuft, wird im Einzel- und Ausnahmefall der starke Mensch stärker und reicher geraten müssen, als er vielleicht jemals bisher geraten ist. Dank der Vorurteilslosigkeit seiner Schulung. Dank der ungeheuren Vielfältigkeit von Übung, Kunst und Maske. Ich wollte sagen, die Demokratisierung Europas ist zugleich eine unfreiwillige Veranstaltung zur Züchtung von Tyrannen. Das Wort in jedem Sinne verstanden, auch im geistigsten. 243. Ich höre mit Vergnügen, dass unsere Sonne in rascher Bewegung gegen das Sternbild des Herkules hin begriffen ist. Und ich hoffe, dass der Mensch auf dieser Erde es darin der Sonne gleich tut. Und wir voran, wir guten Europäer. 244. Es gab eine Zeit, wo man gewohnt war, die Deutschen mit Auszeichnung tief zu nennen. Jetzt, wo der erfolgreichste Typus des neuen Deutschtums nach ganz anderen Ehren geizt und an allem, was Tiefe hat, vielleicht die Schneidigkeit vermisst, ist der Zweifel beinahe zeitgemäß und patriotisch, ob man sich ehemals mit jenem Lobe nicht betrogen hat. Genug, ob die deutsche Tiefe nicht im Grunde etwas anderes und Schlimmeres ist. Und etwas, das man, Gott sei Dank, mit Erfolg loszuwerden im Begriff steht. Machen wir also den Versuch, über die deutsche Tiefe umzulernen. Man hat nichts dazu nötig, als ein wenig Vivisektion der deutschen Seele. Die deutsche Seele ist vor allem vielfach, verschiedenen Ursprungs, mehr zusammen und übereinander gesetzt, als wirklich gebaut. Das liegt an ihrer Herkunft. Ein Deutscher, der sich erdreisten wollte, zu behaupten, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, würde sich an der Wahrheit arg vergreifen, richtiger, hinter der Wahrheit um viele Seelen zurückbleiben. Als ein Volk der ungeheuerlichsten Mischung und Zusammenrührung von Rassen, vielleicht sogar mit einem Übergewicht des vorarischen Elementes, als Volk der Mitte, in jedem Verstande, sind die Deutschen unfassbarer, unfänglicher, widerspruchsvoller, unbekannter, unberechenbarer, überraschender, selbst erschrecklicher, als es andere Völker sich selber sind. Sie entschlüpfen der Definition und sind damit schon die Verzweiflung der Franzosen. Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Kotzebue kannte seine Deutschen gewiss gut genug. Wir sind erkannt, jubelten sie ihm zu. Aber auch Sand glaubte sie zu kennen. Jean-Paul wusste, was er tat, als er sich ergrimmt gegen Fichtes verlogne, aber patriotische Schmeicheleien und Übertreibungen erklärte. Aber es ist wahrscheinlich, dass Goethe anders über die Deutschen dachte als Jean-Paul, wenn er ihm auch in Betreff Fichtens Recht gab. Was Goethe eigentlich über die Deutschen gedacht hat? Aber er hat über viele Dinge um sich herum nie deutlich geredet und verstand sich zeitlebens auf das feine Schweigen. Wahrscheinlich hatte er gute Gründe dazu. Gewiss ist, dass es nicht die Freiheitskriege waren, die ihn freudiger aufblicken ließen, so wenig als die Französische Revolution. Das Ereignis, um dessen Willen er seinen Faust, ja das ganze Problem Mensch umgedacht hat, war das Erscheinen Napoleons. Es gibt Worte Goethes, in denen er, wie vom Auslande her,
mit einer ungeduldigen Härte über das abspricht, was die Deutschen sich zu ihrem Stolze rechnen. Das berühmte deutsche Gemüt definiert er einmal als Nachsicht mit fremden und eigenen Schwächen. Hat er damit Unrecht? Es kennzeichnet die Deutschen, dass man über sie selten völlig Unrecht hat. Die deutsche Seele hat Gänge und Zwischengänge in sich. Es gibt in ihr Höhlen, Verstecke, Burgverließe. Ihre Unordnung hat viel vom Reize des Geheimnisvollen. Der Deutsche versteht sich auf die Schleichwege zum Chaos. Und wie jeglich Ding sein Gleichnis liebt, so liebt der Deutsche die Wolken und alles, was unklar, werdend, dämmernd, feucht und verhängt ist. Das Ungewisse, Unausgestaltete, sich Verschiebende, Wachsende jeder Art fühlt er als tief. Der Deutsche selbst ist nicht, er wird, er entwickelt sich. Entwicklung ist deshalb der eigentlich deutsche Fund und Wurf im großen Reich philosophischer Formeln. Ein regierender Begriff, der, im Bunde mit deutschem Bier und deutscher Musik, daran arbeitet, ganz Europa zu verdeutschen. Die Ausländer stehen erstaunt und angezogen vor den Rätseln, die ihnen die Widerspruchsnatur im Grunde der deutschen Seele aufgibt, welche Hegel ins System gebracht, Richard Wagner zuletzt noch in Musik gesetzt hat. Gutmütig und tückisch, ein solches Nebeneinander, widersinnig in Bezug auf jedes andere Volk, rechtfertigt sich leider zu oft in Deutschland. Man lebe nur eine Zeit lang unter Schwaben. Die Schwerfälligkeit des deutschen Gelehrten, seine gesellschaftliche Abgeschmacktheit, verträgt sich zum Erschrecken gut mit einer innewendigen Seiltänzerei und leichten Kühnheit, von der bereits alle Götter das Fürchten gelernt haben. Will man die deutsche Seele ad oculus demonstriert, so sehe man nur in den deutschen Geschmack, in deutsche Künste und Sitten hinein. Welche bäurische Gleichgültigkeit gegen Geschmack! Wie steht da das Edelste und Gemeinste nebeneinander? Wie unordentlich und reich ist dieser ganze Seelenhaushalt? Der Deutsche schleppt an seiner Seele. Er schleppt an allem, was er erlebt. Er verdaut seine Ereignisse schlecht. Er wird nie damit fertig. Die deutsche Tiefe ist oft nur eine schwere, zögernde Verdauung. Und wie alle Gewohnheitskranken, alle Dyspeptiker den Hang zum Bequemen haben, so liebt der Deutsche die Offenheit und Biederkeit. Wie bequem es ist, offen und bieder zu sein. Es ist heute vielleicht die gefährlichste und glücklichste Verkleidung, auf die sich der Deutsche versteht. Dies zutrauliche, entgegenkommende, die Karten aufdeckende der deutschen Redlichkeit. Sie ist seine eigentliche Mephistopheles-Kunst. Mit ihr kann er es noch weit bringen. Der Deutsche lässt sich gehen, blickt dazu mit treuen, blauen, leeren deutschen Augen und sofort verwechselt das Ausland ihn mit seinem Schlafrocke. Ich wollte sagen, mag die deutsche Tiefe sein, was sie will. Ganz unter uns erlauben wir uns vielleicht, über sie zu lachen. Wir tun gut, ihren Anschein und guten Namen auch fürderhin in Ehren zu halten und unseren alten Ruf als Volk der Tiefe nicht so billig gegen preußische Schneidigkeit und Berliner Witz und Sand zu veräußern. Es ist für ein Volk klug, sich für tief, für ungeschickt, für gutmütig, für redlich, für unklug geltend zu machen, geltend zu lassen. Es könnte sogar tief sein. Zuletzt, man soll seinem Namen Ehre machen. Man heißt nicht umsonst das Tiusche Volk, das Täusche Volk. 245. Die gute alte Zeit ist dahin. In Mozart hat sie sich ausgesungen. Wie glücklich wir, dass zu uns sein Rokoko noch redet, dass seine gute Gesellschaft, sein zärtliches Schwärmen, seine Kinderlust am Chinesischen und Geschnörkelten, seine Höflichkeit des Herzens, sein Verlangen nach Zierlichem, Verliebtem, Tanzendem, Tränenseligem, sein Glaube an den Süden noch an irgendeinen Rest in uns appellieren darf. Ach, irgendwann wird es einmal damit vorbei sein. Aber wer darf zweifeln, dass es noch früher mit dem Verstehen und Schmecken Beethovens vorbei sein wird?
der ja nur der Ausklang eines Stilübergangs und Stilbruchs war und nicht, wie Mozart, der Ausklang eines großen jahrhundertelangen europäischen Geschmacks. Beethoven ist das Zwischenbegebnis einer alten Mürbenseele, die beständig zerbricht, und einer zukünftigen, überjungen Seele, welche beständig kommt. Auf seiner Musik liegt jenes Zwielicht von ewigem Verlieren und ewigem ausschweifendem Hoffen. Dasselbe Licht, in welchem Europa gebadet lag, als es mit Rousseau geträumt, als es um den Freiheitsbaum der Revolution getanzt und endlich vor Napoleon beinahe angebetet hatte. Aber wie schnell verbleicht jetzt gerade dies Gefühl? Wie schwer ist heute schon das Wissen um dies Gefühl? Wie fremd klingt die Sprache jener Rousseau, Schiller, Shelley, Briand an unser Ohr, in denen zusammen dasselbe Schicksal Europas den Weg zum Wort gefunden hat, das in Beethoven zu singen wusste. Was von deutscher Musik nachher gekommen ist, gehört in die Romantik. Das heißt, in eine historisch gerechnet noch kürzere, noch flüchtigere, noch oberflächlichere Bewegung, als es jener große Zwischenakt, jener Übergang Europas von Rousseau zu Napoleon und zur Heraufkunft der Demokratie war. Weber. Aber was ist uns heute Freischütz und Oberon? Oder Marschners Hans Heiling oder Vampir? Oder selbst noch Wagners Tannhäuser? Das ist verklungene, wenn auch nicht vergessene Musik. Diese ganze Musik der Romantik war überdies nicht vornehm genug, nicht Musik genug, um auch anderswo Recht zu behalten als im Theater und vor der Menge. Sie war von vornherein Musik zweiten Ranges, die unter wirklichen Musikern wenig in Betracht kam. Anders stand es mit Felix Mendelssohn, jenem halkionischen Meister, der um seiner leichteren, reineren, beglückteren Seele willen schnell verehrt und ebenso schnell vergessen wurde, als der schöne Zwischenfall der deutschen Musik. Was aber Robert Schumann angeht, der es schwer nahm und von Anfang an auch schwer genommen worden ist, es ist der Letzte, der eine Schule gegründet hat, gilt es heute unter uns nicht ein Glück, als ein Aufatmen, als eine Befreiung, dass gerade diese Schumannsche Romantik überwunden ist? Schumann, in die sächsische Schweiz seiner Seele flüchtend, halb wertherisch, halb Jean-Paulisch geredet, gewiss nicht beethovenisch, gewiss nicht Bironisch. Seine Manfred-Musik ist ein Missgriff und Missverständnis bis zum Unrechte. Schumann mit seinem Geschmack, der im Grunde ein kleiner Geschmack war, nämlich ein gefährlicher, unter Deutschen doppelt gefährlicher Hang zur stillen Lyrik und Trunkenboldigkeit des Gefühls. Beständig beiseite gehend, sich scheu verziehend und zurückziehend. Ein edler Zärtling, der in lauter anonymen Glück und Weh schwelgte. Eine Art Mädchen und Noli me tangere von Anbeginn. Dieser Schumann war bereits nur noch ein deutsches Ereignis in der Musik, kein europäisches mehr, wie Beethoven es war, wie, in noch umfänglicherem Maße, Mozart es gewesen ist. Mit ihm drohte der deutschen Musik ihre größte Gefahr, die Stimme für die Seele Europas zu verlieren und zu einer bloßen Vaterländerei herabzusinken. 246. Welche Marter sind deutsch geschriebene Bücher für den, der das dritte Ohr hat? Wie unwillig steht er neben dem langsam sich drehenden Sumpfe von Klängen ohne Klang, von Rhythmen ohne Tanz, welcher bei Deutschen ein Buch genannt wird. Und gar der Deutsche, der Bücher liest. Wie faul, wie widerwillig, wie schlecht liest er. Wie viele Deutsche wissen es und fordern es von sich zu wissen, dass Kunst in jedem guten Satze steckt. Kunst, die erraten sein will, sofern der Satz verstanden sein will. Ein Missverständnis über sein Tempo zum Beispiel und der Satz selbst ist missverstanden. Dass man über die rhythmisch entscheidenden Silben nicht im Zweifel sein darf. Dass man die Brechung der allzu strengen Symmetrie als gewollt und als Reiz fühlt. Dass man jedem Staccato, jedem Rubato ein feines, geduldiges Ohr hinhält. Dass man den Sinn in der Folge der Vokale und Diphthongen rät.
und wie zart und reich sie in ihrem Hintereinander sich färben und umfärben können. Wer unter bücherlesenden Deutschen ist gutwillig genug, solcher Gestalt Pflichten und Forderungen anzuerkennen und auf so viel Kunst und Absicht in der Sprache hinzuhorchen? Man hat zuletzt eben das Ohr nicht dafür. Und so werden die stärksten Gegensätze des Stils nicht gehört. Und die feinste Künstlerschaft ist wie vor Tauben verschwendet. Dies waren meine Gedanken, als ich merkte, wie man plump und ahnungslos zwei Meister in der Kunst der Prosa miteinander verwechselte. Einem, den die Worte zögernd und kalt herabtropfen, wie von der Decke einer feuchten Höhle, errechnet auf ihren dumpfen Klang und Widerklang. Und einen anderen, der seine Sprache wie einen biegsamen Degen handhabt und vom Arme bis zur Zehe hinab das gefährliche Glück der zitternden, überscharfen Klinge fühlt, welche beißen, zischen, schneiden will. 247. Wie wenig der deutsche Stil mit dem Klange und mit den Ohren zu tun hat, zeigt die Tatsache, dass gerade unsere guten Musiker schlecht schreiben. Der Deutsche liest nicht laut, nicht fürs Ohr, sondern bloß mit den Augen. Er hat seine Ohren dabei ins Schubfach gelegt. Der antike Mensch las, wenn er las, es geschah selten genug, sich selbst etwas vor, und zwar mit lauter Stimme. Man wunderte sich, wenn jemand leise las und fragte sich insgeheim nach Gründen. Mit lauter Stimme, das will sagen, mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlägen des Tons und Wechselns des Tempos, an denen die antike öffentliche Welt ihre Freude hatte. Damals waren die Gesetze des Schriftstils dieselben wie die des Redestils, und dessen Gesetze hingen zum Teil von der erstaunlichen Ausbildung, den raffinierten Bedürfnissen des Ohrs und Kehlkopfs ab, zum anderen Teil von der Stärke, Dauer und Macht der antiken Lunge. Eine Periode ist, im Sinne der Alten, vor allem ein physiologisches Ganzes, insofern sie von einem Atem zusammengefasst wird. Solche Perioden, wie sie bei Demesthenes, bei Cicero vorkommen, zweimal schwellend und zweimal absinkend und alles innerhalb eines Atemzugs. Das sind Genüsse für antike Menschen, welche die Tugend daran, das Seltene und Schwierige im Vortrag einer solchen Periode aus ihrer eigenen Schulung zu schätzen wussten. Wir haben eigentlich kein Recht auf die große Periode, wir Modernen, wir Kurzatmigen in jedem Sinne. Diese Alten waren ja insgesamt in der Rede selbst Dilettanten, folglich Kenner, folglich Kritiker. Damit trieben sie ihre Redner zum Äußersten. In gleicher Weise wie im vorigen Jahrhundert, als alle Italiener und Italienerinnen zu singen verstanden, bei ihnen das Gesangsvirtuosentum und damit auch die Kunst der Melodik auf die Höhe kam. In Deutschland aber gab es, bis auf die jüngste Zeit, wo eine Art die Brünen Beredsamkeit schüchtern und plump genug ihre jungen Schwingen regt, eigentlich nur eine Gattung öffentlicher und ungefähr kunstmäßiger Rede. Das ist die von der Kanzel herab. Der Prediger allein wusste in Deutschland, was eine Silbe, was ein Wort wiegt, inwiefern ein Satz schlägt, springt, stürzt, läuft, ausläuft. Er allein hatte Gewissen in seinen Ohren, oft genug ein böses Gewissen. Denn es fehlt nicht an Gründen dafür, dass gerade von einem Deutschen Tüchtigkeit in der Rede selten, fast immer zu spät erreicht wird. Das Meisterstück der deutschen Prosa ist deshalb billigerweise das Meisterstück ihres größten Predigers. Die Bibel war bisher das beste deutsche Buch. Gegen Luthers Bibel gehalten ist fast alles Übrige nur Literatur. Ein Ding, das nicht in Deutschland gewachsen ist und darum auch nicht in deutsche Herzen hineinwuchs und wächst, wie es die Bibel getan hat. 248. Es gibt zwei Arten des Genies. Eins, welches vor allem zeugt und zeugen will, und ein anderes, welches sich gern befruchten lässt und gebiert. Und ebenso gibt es unter den genialen Völkern solche, denen das Weibsproblem der Schwangerschaft und die geheime Aufgabe des Gestaltens
Ausreifens, Vollendens zugefallen ist. Die Griechen zum Beispiel waren ein Volk dieser Art, insgleichen die Franzosen. Und andere, welche befruchten müssen und die Ursache neuer Ordnungen des Lebens werden, gleich den Juden, den Römern und, in aller Bescheidenheit gefragt, den Deutschen? Völker gequält und entzückt von unbekannten Fiebern und unwiderstehlich aus sich herausgedrängt, verliebt und lüstern nach fremden Rassen, nach solche, welche sich befruchten lassen, und dabei herrschsüchtig wie alles, was sich voller Zeugekräfte und folglich von Gottes Gnaden weiß. Diese zwei Arten des Genies suchen sich wie Mann und Weib, aber sie missverstehen auch einander wie Mann und Weib. 249. Jedes Volk hat seine eigene Tartüfferie und heißt sie seine Tugenden. Das Beste, was man ist, kennt man nicht, kann man nicht kennen. 250. Was Europa den Juden verdankt, vielerlei, Gutes und Schlimmes, und vor allem eins, das vom Besten und Schlimmsten zugleich ist, den großen Stil in der Moral, die Furchtbarkeit und Majestät unendlicher Forderungen, unendlicher Bedeutungen, die ganze Romantik und Erhabenheit der moralischen Fragwürdigkeiten und folglich gerade den anziehendsten, verfänglichsten und ausgesuchtesten Teil jener Farbenspiele und Verführungen zum Leben, in deren Nachschimmer heute der Himmel unserer europäischen Kultur, ihr Abendhimmel, glüht, vielleicht verglüht. Wir Artisten unter den Zuschauern und Philosophen sind dafür den Juden dankbar. 251. Man muss es in den Kauf nehmen, wenn einem Volke, das am nationalen Nervenfieber und politischen Ehrgeize leidet, leiden will, mancherlei Wolken und Störungen über den Geist ziehen, kurz, kleine Anfälle von Verdummung. Zum Beispiel bei den Deutschen von heute, bald die antifranzösische Dummheit, bald die antijüdische, bald die antipolnische, bald die christlich-romantische, bald die wagnerianische, bald die teutonische, bald die preußische. Man sehe sich doch diese armen Historiker, diese Sübel und Dreitschke und ihre dick verbundenen Köpfe an. Und wie sie alle heißen mögen, diese kleinen Benebelungen des deutschen Geistes und Gewissens. Möge man mir verzeihen, dass auch ich bei einem kurzen gewagten Aufenthalt auf sehr infiziertem Gebiete nicht völlig von der Krankheit verschont blieb und mir, wie aller Welt, bereits Gedanken über Dinge zu machen anfing, die mich nichts angehen. Erstes Zeichen der politischen Infektion. Zum Beispiel über die Juden, man höre. Ich bin noch keinem Deutschen begegnet, der den Juden gewogen gewesen wäre. Und so unbedingt auch die Ablehnung der eigentlichen Antisemiterei von Seiten aller Vorsichtigen und Politischen sein mag, so richtet sich doch auch diese Vorsicht und Politik nicht etwa gegen die Gattung des Gefühls selber, sondern nur gegen seine gefährliche Unmäßigkeit, insbesondere gegen den abgeschmackten und schandbaren Ausdruck dieses unmäßigen Gefühls. Darüber darf man sich nicht täuschen. Dass Deutschland reichlich genug Juden hat, dass der deutsche Magen, das deutsche Blut Not hat und noch auf lange Not haben wird, um auch nur mit dem Quantum Jude fertig zu werden, so wie der Italiener, der Franzose, der Engländer fertig geworden sind, infolge einer kräftigeren Verdauung, das ist die deutliche Aussage und Sprache eines allgemeinen Instinktes, auf welchen man hören, nach welchem man handeln muss. Keine neuen Juden mehr hineinlassen und namentlich nach dem Osten, auch nach Österreich, zu die Tore zusperren. Also gebietet der Instinkt eines Volkes, dessen Art noch schwach und unbestimmt ist, so dass sie leicht verwischt, leicht durch eine stärkere Rasse ausgelöscht werden könnte. Die Juden sind aber ohne allen Zweifel die stärkste, zäheste und reinste Rasse, die jetzt in Europa lebt. Sie verstehen es, selbst noch unter den schlimmsten Bedingungen sich durchzusetzen, besser sogar als unter günstigen. Vermöge irgendwelcher Tugenden, die man heute gern zu Lastern stempeln möchte. Dank vor allem einem resoluten Glauben, der sich vor den modernen Ideen nicht zu schämen braucht. Sie verändern sich, wenn sie sich verändern. Immer nur so, wie das Russische Reich seine Eroberungen macht. Als ein Reich, das Zeit hat und nicht von gestern ist.
nämlich nach dem Grundsatze so langsam als möglich. Ein Denker, der die Zukunft Europas auf seinem Gewissen hat, wird bei allen Entwürfen, welche er bei sich über diese Zukunft macht, mit den Juden rechnen wie mit den Russen, als den zunächst sichersten und wahrscheinlichsten Faktoren im großen Spiel und Kampf der Kräfte. Das, was heute in Europa Nation genannt wird und eigentlich mehr eine Res facta als nata ist, ja, mitunter einer Res facta et picta zum Verwechseln ähnlich sieht, ist in jedem Falle etwas Werdendes, Junges, leicht Verschiebbares, noch keine Rasse, geschweige denn eine solche Aere perennius, wie es die Judenart ist. Diese Nationen sollten sich doch vor jeder hitzköpfigen Konkurrenz und Feindseligkeit sorgfältig in Acht nehmen. Dass die Juden, wenn sie wollten, oder wenn man sie dazu zwänge, wie es die Antisemiten zu wollen scheinen, jetzt schon das Übergewicht, ja ganz wörtlich die Herrschaft über Europa haben könnten, steht fest. Dass sie nicht darauf hinarbeiten und Pläne machen, ebenfalls. Einstweilen wollen und wünschen sie vielmehr, sogar mit einiger Zudringlichkeit, in Europa, von Europa ein- und aufgesaugt zu werden. Sie dürsten danach, endlich irgendwo fest erlaubt geachtet zu sein und dem Nomadenleben, dem ewigen Juden, ein Ziel zu setzen. Und man sollte diesen Zug und Drang, der vielleicht selbst schon eine Milderung der jüdischen Instinkte ausdrückt, wohl beachten und ihm entgegenkommen. Wozu es vielleicht nützlich und billig wäre, die antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen. Mit aller Vorsicht entgegengekommen, mit Auswahl. Ungefähr so, wie der englische Adel es tut. Es liegt auf der Hand, dass am unbedenklichsten noch sich die stärkeren und bereits fester geprägten Typen des neuen Deutschtums mit ihnen einlassen könnten. Zum Beispiel der adelige Offizier aus der Mark. Es wäre von vielfachem Interesse zu sehen, ob sich nicht zu der erblichen Kunst des Befehlens und Gehorchens, in beidem ist das bezeichnete Land heute klassisch, das Genie des Geldes und der Geduld und vor allem etwas Geist und Geistigkeit, woran es reichlich an der bezeichneten Stelle fehlt, hinzutun, hinzuzüchten ließe. Doch hier ziemt es sich, meine heitere Deutschtümelei und Festrede abzubrechen. Denn ich rühre bereits an meinem Ernst, an das europäische Problem, wie ich es verstehe, an die Züchtung einer neuen, über Europa regierenden Kaste. 252. Das ist keine philosophische Rasse, diese Engländer. Bacon behauptet einen Angriff auf den philosophischen Geist überhaupt. Hobbes, Hume und Locke eine Erniedrigung und Wertminderung des Begriffs Philosoph für mehr als ein Jahrhundert. Gegen Hume erhob und hob sich Kant. Locke war es, von dem Schelling sagen durfte, je mépris Locke. Im Kampf mit der englisch-mechanistischen Weltvertölpelung waren Hegel und Schopenhauer mit Goethe einmütig. Jene beiden feindlichen Brüdergenies in der Philosophie, welche nach den entgegengesetzten Polen des deutschen Geistes auseinanderstrebten und sich dabei Unrecht taten, wie sich eben nur Brüder Unrecht tun. Woran es in England fehlt und immer gefehlt hat, das wusste jener Halbschauspieler und Rhetor gut genug, der abgeschmackte Wirrkopf Carlyle, welcher es unter leidenschaftlichen Fratzen zu verbergen suchte, was er von sich selbst wusste. Nämlich, woran es in Carlyle fehlte. An eigentlicher Macht der Geistigkeit, an eigentlicher Tiefe des geistigen Blicks, kurz an Philosophie. Es kennzeichnet eine solche unphilosophische Rasse, dass sie streng zum Christentum erhält. Sie braucht seine Zucht zur Moralisierung und Veranmenschlichung. Der Engländer, düsterer, sinnlicher, willensstärker und brutaler als der Deutsche, ist eben deshalb als der gemeinere von beiden auch frömmer als der Deutsche. Er hat das Christentum eben noch nötiger. Für feinere Nüstern hat selbst dieses englische Christentum noch einen echt englischen Nebengeruch von Spleen und alkoholischer Ausschweifung, gegen welche es aus guten Gründen als Heilmittel gebraucht wird. Das feinere Gift nämlich gegen das gröbere. Eine feinere Vergiftung
ist in der Tat bei plumpen Völkern schon ein Fortschritt, eine Stufe zur Vergeistigung. Die englische Plumpheit und Bauernernsthaftigkeit wird durch die christliche Gebärdensprache und durch Beten und Psalmensingen noch am erträglichsten verkleidet, richtiger, ausgelegt und umgedeutet. Und für jenes Vieh von Trunkenbolden und Ausschweifenden, welches ehemals unter der Gewalt des Methodismus und neuerdings wieder als Heilsarmee moralisch grunzen lernt, mag wirklich einen Bußkrampf die verhältnismäßig höchste Leistung von Humanität sein, zu der es gesteigert werden kann. So viel darf man billig zugestehen. Was aber auch noch am humansten Engländer beleidigt, das ist sein Mangel an Musik, im Gleichnis und ohne Gleichnis zu reden. Er hat in den Bewegungen seiner Seele und seines Leibes keinen Takt und Tanz, ja noch nicht einmal die Begierde nach Takt und Tanz, nach Musik. Man höre ihn sprechen, man sehe die schönsten Engländerinnen gehen. Es gibt in keinem Lande der Erde schönere Tauben und Schwäne. Endlich, man höre sie singen. Aber ich verlange zu viel. 253. Es gibt Wahrheiten, die am besten von mittelmäßigen Köpfen erkannt werden, weil sie ihnen am gemäßigsten sind. Es gibt Wahrheiten, die nur für mittelmäßige Geister Reize und Verführungskräfte besitzen. Und auf diesen vielleicht unangenehmen Satz wird man gerade jetzt hingestoßen, seitdem der Geist achtbarer, aber mittelmäßiger Engländer, ich nenne Darwin, John Stuart Mill und Herbert Spencer, in der mittleren Region des europäischen Geschmacks zum Übergewicht zu langen anhebt. In der Tat, wer möchte die Nützlichkeit davon anzweifeln, dass zeitweilig solche Geister herrschen? Es wäre ein Irrtum, gerade die hochgearteten und abseits fliegenden Geister für besonders geschickt zu halten, viele kleine gemeinsame Tatsachen festzustellen, zu sammeln und in Schlüsse zu drängen. Sie sind viel mehr als Ausnahmen, von vornherein in keiner günstigen Stellung zu den Regeln. Zuletzt haben sie mehr zu tun, als nur zu erkennen, nämlich etwas Neues zu sein, etwas Neues zu bedeuten, neue Werte darzustellen. Die Kluft zwischen Wissen und Können ist vielleicht größer, auch unheimlicher, als man denkt. Der Könnende im großen Stil, der Schaffende, wird möglicherweise ein Unwissender sein müssen, während andererseits zu wissenschaftlichen Entdeckungen nach der Art Darwins eine gewisse Enge, Dürre und fleißige Sorglichkeit, kurz etwas Englisches, nicht übel disponieren mag. Vergesse man es zuletzt den Engländern nicht, dass sie schon einmal mit ihrer tiefen Durchschnittlichkeit eine Gesamtdepression des europäischen Geistes verursacht haben. Das, was man die modernen Ideen oder Ideen des 18. Jahrhunderts oder auch die französischen Ideen nennt. Das also, wogegen sich der deutsche Geist mit tiefem Ekel erhoben hat, war englischen Ursprungs. Daran ist nicht zu zweifeln. Die Franzosen sind nur die Affen und Schauspieler dieser Ideen gewesen, auch ihre besten Soldaten. Insgleichen leider ihre ersten und gründlichsten Opfer. Denn an der verdammlichen Anglomanie der modernen Ideen ist zuletzt die arme Française so dünn geworden und abgemagert, dass man sich ihres 16. und 17. Jahrhunderts, ihrer tiefen leidenschaftlichen Kraft, ihrer erfinderischen Vornehmheit heute fast mit Unglauben erinnert. Man muss aber diesen Satz historischer Billigkeit mit den Zähnen festhalten, die europäische Noblesse, des Gefühls, des Geschmacks, der Sitte. Kurz, das Wort in jedem hohen Sinne genommen, ist Frankreichs Werk und Erfindung, die europäische Gemeinheit, der Plebejismus der modernen Ideen Englands. 254. Auch jetzt noch ist Frankreich der Sitz der geistigsten und raffiniertesten Kultur Europas und die hohe Schule des Geschmacks. Aber man muss dies Frankreich des Geschmacks zu finden wissen. Wer zu ihm gehört, hält sich gut verborgen.
Es mag eine kleine Zahl sein, in denen es leibt und lebt. Dazu vielleicht Menschen, welche nicht auf den kräftigsten Beinen stehen. Zum Teil Fatalisten, Verdüsterte, Kranke. Zum Teil Verzärtelte und Verkünstelte. Solche, welche den Ehrgeiz haben, sich zu verbergen. Etwas ist allen gemein. Sie halten sich die Ohren zu vor der rasenden Dummheit und dem lärmenden Maulwerk des demokratischen Bourgeois. In der Tat wälzt sich heute im Vordergrunde ein verdummtes und vergröbertes Frankreich. Es hat neuerdings bei dem Leichenbegängnis Victor Hugos eine wahre Orgie des Ungeschmacks und zugleich der Selbstbewunderung gefeiert. Auch etwas anderes ist ihnen gemeinsam. Ein guter Wille, sich der geistigen Germanisierung zu erwehren, und ein noch besseres Unvermögen dazu. Vielleicht ist jetzt schon Schopenhauer in diesem Frankreich des Geistes, welches auch ein Frankreich des Pessimismus ist, mehr zu Hause und heimischer geworden, als er es je in Deutschland war. Nicht zu reden von Heinrich Heine, der den feineren und anspruchsvolleren Lyrikern von Paris lange schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, oder von Hegel, der heute in Gestalt Taines, das heißt des ersten lebenden Historikers, einen beinahe tyrannischen Einfluss ausübt. Was aber Richard Wagner betrifft, je mehr sich die französische Musik nach den wirklichen Bedürfnissen der Armee Moderne gestalten lernt, umso mehr wird sie wagnerisieren. Das darf man vorhersagen, sie tut es jetzt schon genug. Es ist dennoch dreierlei, was auch heute noch die Franzosen mit Stolz als ihr Erb und Eigen und als unverlorenes Merkmal einer alten Kulturüberlegenheit über Europa aufweisen können, trotz aller freiwilligen und unfreiwilligen Germanisierung und Verpöbelung des Geschmacks. Einmal die Fähigkeit zu artistischen Leidenschaften, zu Hingebungen an die Form, für welche das Wort l'art pour l'art neben tausend anderen erfunden ist. Dergleichen hat in Frankreich seit drei Jahrhunderten nicht gefehlt und immer wieder, dank der Ehrfurcht vor der kleinen Zahl, eine Art Kammermusik der Literatur ermöglicht, welche im übrigen Europa sich suchen lässt. Das Zweite, worauf die Franzosen eine Überlegenheit über Europa begründen können, ist ihre alte, vielfache moralistische Kultur, welche macht, dass man im Durchschnitt selbst bei kleinen Romanciers der Zuneigungen und zufälligen Boulevard de Vartelle Paris eine psychologische Reizbarkeit und Neugierde findet, von der man zum Beispiel in Deutschland keinen Begriff, geschweige denn die Sache, hat. Den Deutschen fehlen dazu ein paar Jahrhunderte moralistischer Art, welche, wie gesagt, Frankreich sich nicht erspart hat. Wer die Deutschen darum naiv nennt, macht ihnen aus einem Mangel ein Lob zurecht. Als Gegensatz zu der deutschen Unerfahrenheit und Unschuld in Voluptate Psychologica, die mit der Langweiligkeit des deutschen Verkehrs nicht gar zu fern verwandt ist und als gelungenster Ausdruck einer echt französischen Neugierde und Erfindungsgabe für dieses Reich zarter Schauder mag Henry Bale gelten, jener merkwürdige vorn wegnehmende und vorauslaufende Mensch, der mit einem napoleonischen Tempo durch sein Europa, durch mehrere Jahrhunderte der europäischen Seele lief, als ein Ausspürer und Entdecker dieser Seele. Er hat zweier Geschlechter bedurft, um ihn irgendwie einzuholen, um einige der Rätsel nachzuraten, die ihn quälten und entzückten, diesen wunderlichen Epikureer und Fragezeichenmenschen, der Frankreichs letzter großer Psycholog war. Es gibt noch einen dritten Anspruch auf Überlegenheit. Im Wesen der Franzosen ist eine halbwegs gelungene Synthese des Nordens und Südens gegeben, welche sie viele Dinge begreifen macht und andere Dinge tun heißt, die ein Engländer nie begreifen wird. Ihr dem Süden periodisch zugewandtes und abgewandtes Temperament, in dem von Zeit zu Zeit das provinzialische und ligurische Blut überschäumt, bewahrt sie vor dem schauerlichen nordischen Grau in Grau und der sonnenlosen Begriffsgespensterei und Blutarmut, unserer deutschen Krankheit des Geschmacks,
gegen deren Übermaß man sich augenblicklich mit großer Entschlossenheit Blut und Eisen, will sagen, die große Politik verordnet hat. Gemäß einer gefährlichen Heilkunst, welche mich warten und warten, aber bis jetzt noch nicht hoffen wird. Auch jetzt gibt es in Frankreich ein Vorverständnis und ein Entgegenkommen für jene selteneren und selten befriedigten Menschen, welche zu umfänglich sind, um in irgendeiner Vaterländerei ihr Genüge zu finden und im Norden den Süden, im Süden den Norden lieben zu wissen. Für die geborenen Mittelländer, die guten Europäer, für sie hat Bizet Musik gemacht. Dieses letzte Genie, welches eine neue Schönheit und Verführung gesehen, der ein Stück Süden der Musik entdeckt hat. 255. Gegen die deutsche Musik halte ich mancherlei Vorsicht für geboten. Gesetzt, dass einer den Süden liebt, wie ich ihn liebe, als eine große Schule der Genesung, im geistigsten und sinnlichsten, als eine unbändige Sonnenfülle und Sonnenverklärung, welche sich über ein selbstherrliches, an sich glaubendes Dasein bereitet. Nun, ein solcher wird sich etwas vor der deutschen Musik in Acht nehmen lernen, weil sie, indem sie seinen Geschmack zurückverdirbt, ihm die Gesundheit mit zurückverdirbt. Ein solcher Südländer, nicht der Abkunft, sondern dem Glauben nach, muss, falls er von der Zukunft der Musik träumt, auch von einer Erlösung der Musik vom Norden träumen und das Vorspiel einer tieferen, mächtigeren, vielleicht böseren und geheimnisvolleren Musik in seinen Ohren haben. Einer überdeutschen Musik, welche vor dem Anblick des blauen, wollüstigen Meers und der mittelländischen Himmelshelle nicht verklingt, vergilbt, verblasst, wie es alle deutsche Musik tut. Einer übereuropäischen Musik, die noch vor den braunen Sonnenuntergängen der Wüste Recht behält, deren Seele mit der Palme verwandt ist und unter großen, schönen, einsamen Raubtieren heimisch zu sein und zu schweifen versteht. Ich könnte mir eine Musik denken, deren seltenster Zauber darin bestünde, dass sie von Gut und Böse nichts mehr wüsste, nur, dass vielleicht irgendein Schifferheimweh, irgendwelche goldene Schatten und zärtliche Schwächen hier und da über sie hinwegliefen. Eine Kunst, welche von großer Ferne her die Farben einer untergehenden, fast unverständlich gewordenen, moralischen Welt zu sich flüchten sähe und die gastfreundlich und tief genug zum Empfang solcher späten Flüchtlinge wäre. 256. Dank der krankhaften Entfremdung, welche der Nationalitätswahnsinn zwischen die Völker Europas gelegt hat und noch legt, dank ebenfalls den Politikern des kurzen Blicks und der raschen Hand, die heute mit seiner Hilfe obenauf sind und gar nicht ahnen, wie sehr die auseinanderlösende Politik, welche sie treiben, notwendig nur Zwischenaktspolitik sein kann. Dank alledem und manchem heute ganz Unaussprechbaren werden jetzt die unzweideutigsten Anzeichen übersehen oder willkürlich und lügenhaft umgedeutet, in denen sich ausspricht, dass Europa eins werden will. Bei allen tieferen und umfänglicheren Menschen dieses Jahrhunderts war es die eigentliche Gesamtrichtung in der geheimnisvollen Arbeit ihrer Seele, den Weg zu jener neuen Synthesis vorzubereiten und versuchsweise den Europäer der Zukunft vorwegzunehmen. Nur mit ihren Vordergründen oder in schwächeren Stunden, etwa im Alter, gehörten sie zu den Vaterländern. Sie ruhten sich nur von sich selber aus, wenn sie Patrioten wurden. Ich denke an Menschen wie Napoleon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer. Man verarge mir es nicht, wenn ich auch Richard Wagner zu ihnen rechne, über den man sich nicht durch seine eigenen Missverständnisse verführen lassen darf. Genies seiner Art haben selten das Recht, sich selbst zu verstehen. Noch weniger freilich durch den ungesitteten Lärm, mit dem man sich jetzt in Frankreich gegen Richard Wagner sperrt und wehrt. Die Tatsache bleibt nichtsdestoweniger bestehen,
dass die französische Spätromantik der 40er Jahre und Richard Wagner auf das Engste und Innigste zueinander gehören. Sie sind sich in allen Höhen und Tiefen ihrer Bedürfnisse verwandt, grundverwandt. Europa ist es, das eine Europa, dessen Seele sich durch ihre vielfältige und ungestüme Kunst hinaus, hinaufdrängt und sehnt. Wohin? In ein neues Licht, nach einer neuen Sonne. Aber wer möchte genau aussprechen, was alle diese Meister neuer Sprachmittel nicht deutlich auszusprechen wussten? Gewiss ist, dass der gleiche Sturm und Drang sie quälte, dass sie auf gleiche Weise suchten, diese letzten großen Suchenden. Allesamt beherrscht von der Literatur bis in ihre Augen und Ohren, die ersten Künstler von weltliterarischer Bildung, meistens sogar selber Schreibende, Dichtende, Vermittler und Vermischer der Künste und der Sinne. Wagner gehört als Musiker unter die Maler, als Dichter unter die Musiker, als Künstler überhaupt unter die Schauspieler. Allesamt Fanatiker des Ausdrucks um jeden Preis. Ich hebe Delacroix hervor, den nicht verwandtesten Wagners. Allesamt große Entdecker im Reich des Erhabenen, auch des Hässlichen und Grässlichen. Noch größere Entdecker im Effekte, in der Schaustellung, in der Kunst der Schauläden. Allesamt Talente weit über ihr Genie hinaus. Virtuosen durch und durch, mit unheimlichen Zugängen zu allem, was verführt, lockt, zwingt, umwirft. Geborene Feinde der Logik und der geraden Linien, begehrlich nach dem Fremden, dem Exotischen, dem Ungeheuren, dem Grummen, dem sich Widersprechenden. Als Menschen Tantalusse des Willens, heraufgekommene Plebeja, welche sich im Leben und Schaffen eines vornehmen Tempo, eines Lento unfähig wussten. Man denke zum Beispiel an Balzac. Zügellose Arbeiter, beinahe Selbstzerstörer durch Arbeit. Antinomisten und Anführer in den Sitten. Ehrgeizige und Unersättliche ohne Gleichgewicht und Genuss. Allesamt zuletzt an dem christlichen Kreuze zerbrechend und niedersinkend. Und das mit Fug und Recht. Denn wer von ihnen wäre tief und ursprünglich genug zu einer Philosophie des Antichrist gewesen? Im Ganzen eine verwegen wagende, prachtvoll gewaltsame, hochfliegende und hochemporreißende Art höherer Menschen, welche ihrem Jahrhundert, und es ist das Jahrhundert der Menge, den Begriff höherer Mensch erst zu lehren hatten. Mögen die deutschen Freunde Richard Wagners darüber mit sich zu Rate gehen, ob es in der wagnerischen Kunst etwas schlechthin Deutsches gibt, oder ob nicht gerade deren Auszeichnung ist, aus überdeutschen Quellen und Antrieben zu kommen, wobei nicht unterschätzt werden mag, wie zur Ausbildung seines Typus gerade Paris unentbehrlich war, nachdem ihn in der entscheidendsten Zeit die Tiefe seiner Instinkte verlangen hieß. Und wie die ganze Art seines Auftretens, seines Selbstapostolats, erst angesichts des französischen Sozialistenvorbilds sich vollenden konnte. Vielleicht wird man bei einer feineren Vergleichung zu Ehren der deutschen Natur Richard Wagners finden, dass er es in allem stärker, verwegener, härter, höher getrieben hat, als es ein Franzose des 19. Jahrhunderts treiben könnte. Dank dem Umstande, dass wir Deutschen der Barbarei noch näher stehen als die Franzosen. Vielleicht ist sogar das Merkwürdigste, was Richard Wagner geschaffen hat, der ganzen so späten lateinischen Rasse für immer und nicht nur für heute unzugänglich, unnachfühlbar, unnachahmbar. Die Gestalt des Siegfrieds, jenes sehr freien Menschen, der in der Tat bei weitem zu frei, zu hart, zu wohlgemut, zu gesund, zu antikatholisch für den Geschmack alter und mürber Kulturvölker sein mag. Er mag sogar eine Sünde wider die Romantik gewesen sein, dieser antiromanische Siegfried. Nun, Wagner hat diese Sünde reichlich quitt gemacht in seinen alten trüben Tagen.
als er, einen Geschmack vorwegnehmend, der inzwischen Politik geworden ist, mit der ihm eigenen religiösen Vehemenz den Weg nach Rom, wenn nicht zu gehen, doch zu predigen anfing. Damit man mich mit diesen letzten Worten nicht missverstehe, will ich einige kräftige Reime zu Hilfe nehmen, welche auch weniger feinen Ohren es verraten werden, was ich will, was ich gegen den letzten Wagner und seine Parsifalmusik will. Ist das noch deutsch? Aus deutschem Herzen kam dies schwüle Kreischen? Und deutschen Leibs ist dies sich selbst entfleischen? Deutsch ist dies Priester Hände spreizen, dies Weihrauch düftelnde Sinne reizen. Und deutsch dies Stocken, Stürzen, Taumeln, dies ungewisse Bimbambaumeln, dies Nonnenäugeln, Ave Glockenbimmeln, dies ganze falsch verzückte Himmel über Himmeln? Ist das noch deutsch? Erwägt, noch steht ihr an der Pforte. Denn was ihr hört, ist Rom. Roms Glaube ohne Worte.